Hallo, ich möchte mal heute in einem sehr kurzen Video Gedanken darüber machen, wie steige ich denn aus einem Aktiendepot auch wieder aus? Weil ich rede ja sehr viel darüber, wie man Aktien kauft, welche Aktien man kauft, wie man langsam Schritt für Schritt sich ein Aktiendepot aufbaut. Aber ich habe die Woche ein Kundengespräch gehabt mit der äußerst interessanten Frage, weil die auch nicht uninteressant ist. Wenn ich dann viele Aktien habe und die sind ein paar Jahre gut gelaufen, wie löse ich denn das auch wieder ordentlich? Wieder auf, ja. Und die Antwort ist ähnlich wie ich eingestiegen bin. Also ich habe in mehreren Videos erwähnt, warum es wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel einmalig 50.000 Euro anlegt, ja, dass man das nicht auf einmal macht, ja, sondern dass man es zum Beispiel 2 Jahre lang jedes Monat um 2.000 Euro Aktien kauft. Dann bin ich nach 2 Jahren voll investiert, ja, aber durch die zeitliche Streuung habe ich das Risiko minimiert, dass ich gerade zu einem sehr ungünstigen oder sehr günstigen Zeitpunkt gekauft habe. Also es kann in beide Richtungen gehen, aber ich kaufe damit quasi eher einen Durchschnittskurs, ja, und kann man damit böse Überraschungen vermeiden. Und jetzt gehe ich mal davon aus, okay, diese 50.000 Euro sind ein paar Jahre angelegt gewesen und sind 80.000 Euro geworden, ja. Und jetzt kommt man zum Beispiel auf die Idee, ja, eigentlich mein Auto ist langsam alt, ich möchte mir nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. Die Autos, die mich interessieren, kosten so 40.000 Euro. Das heißt, ich möchte in 12 Monaten 40.000 Euro von meinem Aktiendepot zur Verfügung haben. Ja. Das heißt, ich möchte die Hälfte des Depots auflösen. Wie mache ich denn das richtig? Ja? Und sozusagen, da wäre der Ratschlag, wie ich das machen würde, ja, auch wieder Stück für Stück. Ja. Wenn ich also weiß, ich will 40.000 Euro Aktien verkaufen innerhalb von 12 Monaten, dann möchte ich das volle Geld haben. Dann verkaufe ich Monat für Monat Aktien ungefähr um 3.000 Euro. Ja. Dann bin ich nach 12 Monaten bei 36.000 Euro, dann nehme ich halt die letzten 4 Monate 3.500 Euro. Aber das Prinzip, ja, ist sozusagen dasselbe wie beim Einsteigen. Ja. Es besteht einfach, wenn ich zu einem Zeitpunkt verkaufe, die Möglichkeit, dass die Kurse gerade sehr hoch sind, dann wäre das glücklich, ja, und ich hätte zum bestmöglichen Zeitpunkt verkauft. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass, wenn ich das Geld heute quasi verkaufe und in 12 Monaten brauche, dass in den 12 Monaten die Kurse nochmal ordentlich steigen. Dann würde ich mich nachher ärgern, wenn ich es auf einem Schlag verkauft hätte, ja. Und deswegen ist die meiner Meinung nach richtige Strategie zur Risikominimierung, dass ich das ebenso Stück für Stück mache. Ja. Wenn ich also in 12 Monaten jeweils ein Zwölftel verkauft der Summe, die ich haben möchte, ja, dann kriege ich quasi einen Durchschnittskurs über 12 Monate hinweg. Ja. Und ebenso, wenn die Aktien, die ich verkaufen möchte, nicht eine einzige Aktie ist, also wo ich mehrere Stück von einer Firma habe, sondern wenn das verschiedene Firmen sind, ja, dann fange ich halt an im ersten Monat mit der Firma A und B und im zweiten Monat mit der Firma C und D und so etc. Ja. Aber ja, ich habe das mal ganz wichtig gefunden, weil es in dem Kanal ja fast immer nur darum geht, welche Aktien man kauft und wie man richtig kauft und wie man richtig langfristig anlegt. Ja. Aber es soll natürlich in die andere Richtung auch gehen. Also wenn ich Aktien verkaufe, dann wäre das, was ich persönlich machen würde, das auch wieder, wenn ich es lang genug vorher weiß, dass ich in 1 oder 2 Jahren einen größeren Geldbrocken brauche, dann würde ich auch wieder sagen, okay, wie groß ist die Summe, die ich haben möchte, das teile ich dann durch die Anzahl der Monate, also wenn ich es in 2 Jahren brauche, 24, und verkaufe jedes Monat quasi ein 24stel der Summe, die ich dann brauche. Okay, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.